Ja, grüß euch. Ich möchte euch heute mal die wilden Seiten in unserem Garten zeigen. Die Gemüsebeete und so, das habe ich ja schon alles einmal gezeigt. Aber jetzt zeige ich einmal die Stellen, wo es ein bisschen wachsen lasse, wo es auch ein bisschen ungepflegter sein kann. Hier wächst der Natternkopf. Völlig unkomplizierte Pflanze, kommt jedes Jahr wieder, ist zweijährig. Im ersten Jahr gibt es die Rosetten. Im zweiten Jahr wächst er dann und blüht. Da lasse ich das Eimer stehen. Im Vordergrund ist der Lein, dann gibt es die Grasnelken. Auch völlig unkompliziert. Braucht kaum noch Pflege. Das war mal unsere Erdbeerpyramide. Nur war es den Erdbeeren da zu trocken. Das haben wir einfach mit dem Gießen nicht geschafft, dass das gut wächst. Und darum sind die Erdbeeren immer weniger geworden und mittlerweile ist das Ganze von Blumen erobert worden. Das sind hauptsächlich halt Blumen, die auch weniger Wasser brauchen, Königskerzen. Das ist die wunderschöne Nachtviole, Löwenmäulchen. Und so lassen wir das einfach jetzt wachsen und die Bienen freuen sich. Unser Hausbaum, eine wunderschöne Hängebuche. Die Kinder sitzen gern drunter mal, weil es da schön schattig ist. Da habe ich mir immer den Erdhaufen, also die Erde kommen lassen und da ist natürlich die Erde sehr nährstoffreich. Und dementsprechend schnell wächst das Gras jetzt. Dann habe ich hier ein Sumpfbeet angelegt. Einfach Folie und dann ein bisschen Lehm und das Ganze mit Kies abgedeckt. Und da wachsen jetzt halt Pflanzen, die es gern feuchter haben. Wie etwa Schwertlilien oder der Straußfelbrich. Und so habe ich ein bisschen Abwechslung im Garten. Da entlang vom Zaun habe ich letztes Jahr eine Blumenwiesenmischung ausgestreut. Das meiste ist davon jetzt schon wieder verblüht. Einiges blüht noch, so wie die Malben oder die Grasnelken. Das ist ein interessanter Obstbaum, die sogenannte kleine Muscatella-Birne. Die Früchte werden nicht größer wie so und die hat auch den alten Namen 7 ins Maul. Naja, bei der Fruchtgröße ist es wohl klar, warum die so heißt. Eine ausgezeichnete geschmackliche Birne. Wird jetzt bald reif. So, am Weg zu meinen Tomaten hat sich ebenfalls der Natternkopf breit gemacht. Ein bisschen Johanniskraut, Nachtkerze, da ist wieder die Nachtviole und da wächst eine Königskerze im Schotter. Da sind kaum Nährstoffe, aber anscheinend hat es der Königskerze niemand gesagt, weil die ist fast 2 Meter groß. Und da ist es auch wild gewachsen, das ist der sogenannte Schotendotter. So, dann werden wir mal am Hang runtergehen und dann zeige ich euch da meinen Totholzhaufen. So, ein steiler Abstieg. Da habe ich mitten im Hang was gebaut, damit ich das Heu, das ich nicht wegtransportieren mag, einfach da kompostieren kann. Da kommen dann im Herbst auch die ganzen Tomatenreste herunter.
und das kann da vor sich hin faulen. Da wächst natürlich dann auch gleich mal die Brennnessel, weil es da natürlich viele Nährstoffe gibt. Und gleich daneben habe ich einen Totholzhaufen aufgeschlichtet. Das sind auch die ganzen Schnittabfälle von den Haselnusssträuchern oder von den Bäumen, die halt immer wieder anfallen. Und da spült er sich ab da drinnen. Da haben wir ja schon die diversen Schlangen gehabt. Kann auch sein, dass da der Zaunkönig drin brütet. Und solche Sachen sind immer wichtig für die Tiere, weil sie sich da zurückziehen können, da können sie sich verstecken. Das ist halt ein Lebensraum. Dann möchte ich noch bei meinem alten Apfelbaum was zeigen. Da hat es mir im Winter, weil so viel Schnee heuer war, diesen dicken Ast abgerissen. Das Glück war aber, dass der am Boden dann aufgesessen ist. Und damit ist er nicht weiter abgerissen und hängt nur dran, und zwar nur mehr an diesem kleinen Stück. Aber es ist anscheinend völlig ausreichend, dass der ganze Ast noch versorgt wird. Er hat sogar Früchte drauf, er ist noch schön grün. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ich habe den Ast jetzt einmal gesichert mit Seilen, dass er nicht mehr, falls er wirklich einmal abreißen sollte, dass er dann hängen bleibt und nicht die ganze Rinde dann bis zum Boden abschält. Ja, das wäre natürlich dann schon ein schwerer Schaden. Ist so auch ein schwerer Schaden, aber vielleicht kann man den Ast noch ein bisschen erhalten. Unser schwarzer Stubentiger. Mitzi! Ah ja, eine Mäusefängerin. Da ist natürlich jetzt die Wiese sehr kurz. Da bringt sie uns fast jeden Tag 2-3 Mäuse. Den Teil der Wiese habe ich noch stehen lassen. Einerseits als Rückzugsort für die Insekten und andererseits, weil da sehr viele Blütenpflanzen wachsen. So vom Wiesensalbei über Oregano, Thymian, das ist wieder Malve. Da sind natürlich dann auch sehr viele Insekten unterwegs. Und im hohen Gras gibt es dann auch ab und zu eine Wespenspinne. Diese gelb-schwarz gestreifte Spinne. Ein sehr schönes Tier. Und die darf natürlich, braucht natürlich ein hohes Gras, damit sie ihre Netze bauen kann, und die fängt dann am liebsten Heuschrecken. Noch blüht. Schafgarbe ein bisschen dazwischen. Ja, da unten ist nochmal ein großer Komposthaufen. Da kommt auch immer wieder das ganze Zeug vom Hang, das ich nicht wegtransportieren mag. Wird einfach aufgetürmt, Äste. Die paar Bäume gehören auch noch uns. Da haben wir jetzt diese ganzen Eschen umgeschnitten. Aufgrund des Triebsterbens sind die ja sehr umsturzgefährdet. Und bevor da irgendwas passiert, habe ich es einmal vorsorglich schon mal alle umgeschnitten. Da muss ich dann einmal aufräumen. Aber das eilt nicht. So, na dann werden wir uns wieder nach oben quälen. So, wieder hier oben angekommen. Ich möchte mal einen Blick auf den Gartenteich mit euch werfen. Den habe ich ja vor 15 Jahren angelegt. Und mittlerweile ist der komplett zugewachsen. Aber die Tiere lieben ihn. Angefangen von den Libellen, über die Kröten, Wasserkäfer. Es spült sich einfach sehr viel Leben ab in dem Teich.
Und rund um den Teich gibt es hier diese wunderschöne Steinmauer. Und am Fuß der Steinmauer habe ich ein Trockenbett angelegt. Das heißt, ich habe einfach ausgegraben, dann sehr viel Schotter hinein und dann oben mit Kies abgedeckt. Das heißt, da ist wirklich sehr trocken. Und dementsprechend siedeln sich dann auch nur Pflanzen an, die diese Trockenheit aushalten. Wieder mal der Natternkopf, Königskerzen, dann sind da ein paar Karden. Das sind die Anemonen, die blühen dann eben später. Nochmal ein Blick auf den Teich. Ist natürlich sehr viel Moos heuer drinnen, aber das Wasser selbst ist klar, es sind überhaupt keine Algen. Weil natürlich die Pflanzen sehr viel Nährstoffe verbrauchen und damit können sich gar keine Algen bilden. Was jetzt natürlich so heiß ist und nicht regnet, verdunstet sehr viel Wasser. Das heißt, wir werden da jetzt wieder mal nachfüllen müssen. Geht schon mal so, wenn es eine Woche heiß ist, kann schon mal sein, dass da gute 10 cm verdunsten. Blutweiderich, Nachtkerze, Lavendel fühlt sich natürlich auch wohl da. So, dann werden wir dann nach hinten in den Garten gehen. Da kann ich noch meine beiden Komposthaufen zeigen. So, wir sind da im Abgang beim Terrassengarten. Da lasse ich auch immer ein bisschen was stehen am Rand. Schafgarbe, Nachtkerzen. Da ist wieder ein schönes Johanniskraut. Das sind die letzten Margeriten. Da ist auch noch ein Streifen stehen geblieben. Da hinten wächst die Böschung auch bis runter zu mit Brennnesseln. Ja, und da sind meine beiden Komposthaufen. Momentan schaue ich, dass ich den rechten einmal stark befülle. Jetzt ist er eh bald voll. Daneben habe ich wieder einen Totholzhaufen aufgeschlichtet. Da sind natürlich auch wieder Schlangen und Regennattern unterwegs. Erdkröte hat sich auch schon mal da drin verkrochen, habe ich schon mal gesehen. Da ist dann mein zweiter Komposthaufen. Da habe ich jetzt einiges umgesetzt und habe sie in den Beeten verteilt. Und dann werde ich da jetzt wieder hinten zumachen und dann kann man den auch wieder von vorne befüllen. Da ist noch die Böschung unterhalb vom Gewächshaus. Da habe ich ja mal ein Beet gebaut, weil ich ein bisschen Platz gebracht habe für Tomaten. Ja, den Tomaten scheint es zu gefallen. In der Böschung wachsen sehr viele Karden. Ja, manche Tomaten setzen extrem viele Blüten an, die sogenannten Multiflora-Typen. Nochmal ein Eindruck, wie steil es hier wirklich ist. Ja, und die Katze ist schon wieder auf der Jagd. Noch mehr ganz eine schöne Karde. Fast 2 Meter hoch. Da wachsen auch noch Brennnesseln. Oben ist Minze. Das ist eine weiß blühende Nachtviole.
Ja, da habe ich dann noch die Bienenstöcke. Da ist auch sehr viel los. Und dann muss ich hier noch aufräumen. So, mit einem Blick auf den Mondsee möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video.